Ich mache mal wieder einen Spontan-Tag, ohne drüber vorher nachgedacht zu haben. Und zwar habe ich bei Reitanonable und bei Mel Goes Crazy den Essens-Tag gesehen. Und Essen ist auf jeden Fall auch ein Thema, ein großes Thema bei mir. Und ja, ein paar Fragen werde ich nicht richtig beantworten können, weil ich davon nichts mehr esse mit meinem momentanen Lifestyle. Aber zum Beispiel beim Eis kann ich trotzdem was dazu sagen. Es sind 18 Fragen und ich fange auch mal direkt an. Also ich gucke zwischendurch immer mal nach oben zu den Fragen. Die erste Frage ist, für welche Eissorte würdest du selbst eine Stunde an der Eisdiele warten? Da muss ich wie bei den beiden Leuten, wo ich es gesehen habe, gleich antworten, dass ich dafür für kein Eis der Welt eine Stunde anstehen würde. Was ich früher am liebsten mochte, war Pfefferminzeis und so Schokoeis mit Stückchen drin. Mittlerweile, ja, esse ich dieses Eis halt nicht mehr und ich mache mir dann immer ganz gerne Bananeneis, also einfach nur gefrorene Bananen und die dann halt in den Mixer packen mit ganz wenig Wasser und dann hat man so eine schöne Eismasse. Man kann halt dazu irgendwie Vanille zu tun oder auch man kann da eigentlich alles zu tun, was man so will. Das ist dann auch diese fettfreie Variante, die ich benutze. Und die Frage 2 ist, mit welchem Getränk fängt die Stimmung bei dir an? Ich würde sagen, mit einem High-Carb-Getränk mit ordentlich Zucker. Da fängt die Stimmung an. Naja, früher war das so, dass ich schon Alkohol in Anführungszeichen brauchte für eine Stimmung. Oder aber auch Koffein. Irgendwas, was halt anregend ist und den Dopaminlevel, sorry, in die Höhe pusht. Da war mir ganz egal, ob es Alkohol ist oder Koffein. Alkoholische Getränke, was war früher? Kann ich eigentlich nicht genau sagen, aber ich mochte wirklich gerne süße alkoholische Getränke, also Rhabarberschnaps habe ich geliebt und das typische, in Anführungszeichen, Frauengetränk, sagt man so, Pussygetränk und ja, diese ganzen Cocktails, wo richtig Zucker halt drin war, das mochte ich irgendwie am liebsten, aber ich mochte auch sehr gerne Bier und habe auch eigentlich am meisten immer noch Bier getrunken, aber mittlerweile halt nicht mehr. Drittens, nach welchem Essen kannst du einfach nicht aufhören zu essen? Eigentlich bei allem, was aus Kohlenhydrate besteht und sonst keine weiteren Makronährstoffe beinhaltet, also Fett oder also viel Fett oder viel Protein. Das heißt in erster Linie halt Obst, das hat man vielleicht auch beim Mampfer schon gesehen, dass ich dann nicht richtig aufhören konnte zu essen. Und das nächste wäre eigentlich direkt Kartoffeln und ja, solche Sachen wie Quinoa und Hirse finde ich ziemlich geil. Ja, Nudeln und Reis konnte ich bis vor kurzem, vor ein paar Wochen, auch nicht aufhören zu essen, aber das vertrage ich jetzt vom Verdauungssystem nicht mehr so gut. Besonders auch das Gluten nicht in ja, Getreidesorten. Deswegen probiere ich da jetzt Hirse aus und Maisgrieß und Buchweizen und Quinoa, die halt viel Kohlenhydrate haben und aber auch viel Protein. Gucke, ob ich das damit gut ersetzen kann. Die nächste Frage ist, welches Obst überlebt noch nicht mal eine Stunde in deiner Obstschale? Welches Obst liebst du? Also ich habe keine Obstschale, weil ich viel zu viel Obst habe. Ich habe eher hier einen dreistöckigen ganzen Wagen und eine Bananenkiste rumliegen. Also vom Geschmack her am liebsten mag ich Orangen. Also ich liebe wirklich so Bio-Orangen, so richtig süß sind, kein bisschen sauer, saftig, gute Qualität haben. Also müssen eigentlich nicht mal saftig sein. Hauptsache sind schön süß. Also Orangen, da könnte ich literweise von ausgepresst am Tag essen, aber auch einfach so und an Stelle Nummer 2 kommen eigentlich direkt Erdbeeren. Könnte ich auch schalenweise von essen, kiloweise nur Erdbeeren. Ich
ich liebe Erdbeeren. Besonders die Kombination Banane-Erdbeer ist auch ziemlich geil. Und ich liebe Beeren allgemein. Also Brombeeren mag ich richtig gerne. Ich habe hier zum Glück noch einen Garten zur Verfügung, wo ich mir die so reinsnacken kann. So mal eine ganze Mahlzeit für ein paar Wochen kann ich mir da an Brombeeren reinhauen. Ansonsten mag ich Beeren am meisten, so von der Überkategorie. Und direkt danach kommen eigentlich exotische Früchte. Also ich liebe total Mangos, aber nicht die aus dem Supermarkt, die schmecken ekelhaft. Mangos und Papayas muss ich demnächst mal erstmal besorgen, aber so der Geschmack, den ich noch in Erinnerung habe, der ist auch ziemlich geil. Ananas mag ich auch gerne. Eigentlich die ganzen tropischen Früchte noch. Nächste Frage mal. Was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Also ich liebe ja Spinat. Das war schon, ich glaube schon immer so. Ich liebe am meisten auch wirklich rohen, frischen Spinat. Den esse ich einfach so weg. Und als zweites Gemüse Grünkohl. Grünkohl esse ich zwar nicht so weg, aber in Smoothies ist er ziemlich geil, aber auch gekocht esse ich ihn momentan noch. Obwohl ich halt diese Tiefkühlgemüse jetzt nicht so prickelnd finde. Es ist halt schwierig, an frische, gute Gemüsequalität ranzukommen, besonders bei Blattgemüse. Ansonsten liebe ich eigentlich ziemlich viel an Gemüse. Auberginen habe ich immer gerne gegessen, Zucchini. Ja, Tomaten, obwohl Tomate sogar ist ein Gemüse, aber ist gleichzeitig eine Beere, eine Beerenfrucht. Kürbis und natürlich Kartoffeln. Eigentlich ist Kartoffeln sogar noch vor Spinat und Grünkohl. Also allgemein mag ich auch sehr gerne Knollengemüse. Halt auch richtig nahrhaft. Ja. Sechstens, lecker Nudeln. Welche Nudelsorte besucht am meisten deinen Kochtopf? Also ich habe am liebsten immer Macaroni gegessen. Und bevor ich diese ganze vegetarische, vegane Schiene hatte, habe ich Spätzle mit Ei am liebsten gegessen. Aber Macaroni hatte ich da auch schon mega gerne gegessen. Weil ich halt immer so geil fand, dass sich dann die Soße halt in diesem Loch da sammelt. Und dann hat man immer so extra Soße bei, weil ich auch Soße halt total liebe. Besonders halt Tomatensoße. Romantisch essen gehen, für welches Nationalitätenrestaurant würdest du dich entscheiden, auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss? Thailändische Küche oder allgemein asiatische Küche, weil da sehr viel mit Kohlenhydrate gearbeitet wird und ja, sehr viel Reis gibt oder Reisnudeln. Und sehr viel vegan auch angeboten wird in der asiatischen Küche. Ja, und sehr viel Gemüse auch natürlich. Obst weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall würde ich mich am ehesten dafür entscheiden, wegen dem veganen Angebot. Ja, die traditionelle chinesische Küche ist auch sehr fettarm, tierproduktarm und kohlenhydratreich. Wasser, magst du es eher spritzig oder ruhig? Also ich komme mit Kohlensäure überhaupt nicht klar. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ich finde es ekelhaft. Ich muss extrem von aufstoßen. Mein Magen fühlt sich dann auch sauer an. Mein ganzer Körper fühlt sich übersäuert an. Ich kriege das einfach nicht runter, das Zeug. Auch nicht mit wenig Kohlensäure. Also ich trinke am liebsten Leitungswasser, aber die Leitungswasserqualität nicht nur hier, sondern allgemein finde ich nicht so prickelnd. Ich habe da jetzt auch noch keinen Filter gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt. Also am liebsten trinke ich ja, sowas wie Kokoswasser oder so, was natürlich viel zu teuer ist, weil ich auch 6 Liter am Tag oft trinke. Also reines Wasser aus irgendeiner Frucht oder sowas ist schon richtig geil.
Jetzt Coffee Time. Wofür würdest du dich am liebsten entscheiden? Also ich habe früher, als ich noch Kaffee getrunken habe, immer Soja-Reismilch oder ja doch Soja-Reismilch oder Hafermilch reingepackt. Glaube Hafermilch fand ich sogar noch besser. Also normalen Kaffee mit Hafermilch. Espresso fand ich auch immer ganz gut. Aber sonst eigentlich nichts Besonderes im Kaffeebereich. Und wenn es Tea Time wäre, welche Sorte ist bei dir der absolute Renner? Also ich mag am liebsten Tee, der eine Wirkung hat. Deswegen mag ich Ingwer-Tee sehr gerne. Und es hat auch eine gute regenerative Wirkung für den Sport. Reinigt das Blut angeblich, aber weitet auch die Adern. Ja, es gibt etliche Kräuter, sage ich mal, die wirklich eine wirkliche Wirkung haben, auch aufs Wohlbefinden, und solche Tees mache ich am liebsten. Nur für den Geschmack ist mir irgendwie zu wenig, sage ich mal so. Elfens, magst du es morgens eher süß oder doch eher herzhaft? Also ich esse halt eigentlich gar nichts Herzhaftes mehr, weil die Definition davon, glaube ich, ist, dass das fettreich ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind Kartoffeln auch herzhaft. Ich weiß nicht genau die Definition. Auf jeden Fall esse ich morgens am liebsten Obst. Meistens halt den Bananenshake. Habe ich diesmal mit Bourbon-Vanille gemacht. Das schmeckt wirklich nochmal ein Stück besser. Ein Stück geiler. Wie war das denn früher? Früher habe ich, glaube ich, nie morgens wirklich was gegessen. Und wenn ich was gegessen habe, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Meine Ernährung war bisher immer extrem chaotisch, weil ich immer, weil ich einfach gar nicht wusste, was ich essen soll und was mir geschmeckt hat. Eigentlich hat mir nie irgendwas überhaupt geschmeckt die ganze Zeit. Obst und Gemüse habe ich früher fast nie gegessen. Und alles andere Zeug hat mir aber eigentlich gar nicht wirklich geschmeckt. Und deswegen bin ich auch auf diese Schiene gekommen, sich so intensiv mit Ernährung auseinanderzusetzen, weil ich endlich mal Ordnung drin haben wollte und dass endlich mal Sachen finden wollte, die mir gut tun und die auch gut schmecken für mich. Und das war jetzt auch schon ein langer Weg, so ungefähr 4, 5 Jahre, dass ich wirklich das Perfekte für mich rausgefunden habe. Also ich kann wirklich sagen, dass das das Perfekte ist, was ich gerade wirklich mache mit dem High Carb, Low Fat, Vegan. Ich fühle mich da einfach so perfekt geil mit jedem Tag. Da bin ich echt froh drum, aber es war die Frage. Es war immer noch morgens süß oder herzhaft, ja. Wie isst du zu Abend? Was ist dein absolutes Muss? Nochmal süß? Ne, am Abend esse ich eigentlich gerne Salat. Oder mache mir halt Kartoffeln und packe die dann so in Salatblätter rein und esse die, was sehr geil ist. Hauptsache ich kriege mein Grünzeug rein. Und ja, manchmal dünste ich mir halt auch noch Brokkoli, wenn nicht genug Salat da ist. Da muss ich auch noch mal kurz abschweifen, weil beim Salat ist es halt auch so, dass er stark gespritzt wird und so weiter. Und Bio-Salat ist, ja, gibt es in Supermärkten nicht, und ich habe in der Nähe auch kein Bioladen, der nächste ist 16 Kilometer entfernt. Und ja, da war ich letztens und da gab es auch nur einmal Spinat als grünes, mineralstoff- und vitaminreiches Gemüse. Und sonst gab es da nichts, also lohnt es nicht. Aber ich habe jetzt ein Essens, ja, wie nennt man das? Das heißt grüne Kiste, bin ich auf ein Video letztens gestoßen von einer Privatperson. Und dann gibt es am Niederrhein auch einen Auslieferungsdienst für eine grüne Kiste. Das sind so Bio-Anbieter, die halt hauptsächlich Gemüse und Obst ausliefern. Und die Lieferkosten kosten nur 1,50, ist nicht viel teurer als im Bioladen auch. Und manche Sachen sind da wirklich ganz günstig, und da bestelle ich mir jetzt immer Mangold. Und dann kann ich vielleicht auch mal öfters halt mein Gemüse roh essen, muss man nicht immer irgendwie das Gemüse zerkochen oder sowas. Obwohl gedünstet eigentlich noch geht. Also abends esse ich dann halt entweder nochmal Obst, meistens den Salat.
Und ja, wenn es zu sehr von der Zeit her an Schlafen gehen geht, dann ist es eigentlich kein Abendessen mehr, sondern noch so ein vornächtlicher Snack oder sowas. Und da esse ich dann nichts mehr Süßes, weil ich dann halt auch nichts mehr mache. Außer ich habe zu viel Sport getrieben, brauch's für die Regeneration. Aber dann, ja, meistens ist es mittlerweile so, dass ich aus finanziellen Gründen aber trotzdem einfach Kartoffeln mache. Und jetzt habe ich mir bei diesem Lieferdienst da auch Bio-Hirse bestellt, Bio-Mais-Grieß, Bio-Buchweizen. Und werde ich gucken, ob ich das verdauungstechnisch vertrage, weil ich halt Reis gar nicht mehr vertrage. Da steht meine Verdauung ein paar Tage lang komplett still. Ich habe keine Darmbewegung mehr, die man sonst spürt. Ich muss auch nicht mehr auf Klo für 3 Tage, was ich normalerweise 2 bis 3 Mal am Tag muss. Und der Bauch ist auch aufgebläht dadurch, also das vertrage ich nicht mehr. Deswegen mache ich meistens momentan halt Kartoffeln oder esse halt nochmal Obst. Ja, die Frage habe ich jetzt ziemlich allumfassend beantwortet, glaube ich. 13. Keine Lust zu kochen. Was bestellst du dir am liebsten bei einer Pizzeria? Ja, wenn ich keine Lust habe zu kochen, esse ich halt Obst. Ich habe mir vor ein paar Wochen und das da mehrere Wochen lang habe in der Pizzeria noch regelmäßig bestellt. Bis dahin habe ich auch noch so Weizensachen ganz okay vertragen, wo ich es noch nie so richtig vertragen habe. Deswegen sage ich ja, ist ja auch diese Journey aufgekommen mit der ganzen Ernährungsgeschichte, weil ich das Gefühl hatte, dass das alles nicht so optimal ist. Und besonders wenn ich dann halt Leistungssport machen will, will ich eigentlich schon Nahrung haben, die ja effizient funktioniert und der Körper auch richtig gut verwerten kann und annimmt und nicht dann irgendwie so rumhängt und so ein bisschen verdaut wird, so fermentiert und so ein Gedöns. Aber ich schweife wieder zu sehr ab. Ich habe mir bis vor Wochen halt immer so eine Familienpizza bestellt und habe mir die einfach über Internet immer bestellt, im Lieferdienst, weil ich so faul bin und auch nicht gerne telefoniere. Und da habe ich mir meistens einfach nur eine Spinatpizza ohne Käse bestellt, weil es am günstigsten war, aber wenn ich halt noch ein bisschen mehr Kohle ausgeben konnte, wollte, habe ich Artischocken drauf gemacht. Ich liebe Artischocken. Pilz habe ich drauf machen lassen, Aubergine und ja, Spinat, Brokkoli, manchmal ja, Mais eigentlich nicht so, hatte ich mal ausprobiert. Ja, die Sachen eigentlich. Paprika finde ich auch noch ganz gut. Aber besonders Artischocken und Aubergine, das finde ich richtig geil. Was bestellst du im McDoof oder Burger King? Nichts. Ich will die Konzerne auch gar nicht unterstützen. Deswegen würde ich mir noch nicht mal einen Salat holen. Es wäre aber geil, wenn es eine Fastfood-Kette gibt mit Obst und Gemüse, die das anbieten. Am besten noch in Massen anbieten und nicht zu überteuert. Das wäre richtig geil. Das ist ja Fast Food, kann man sich einfach direkt reinhauen. Außer ein bisschen eine Banane vielleicht mal schälen oder so. Und die können da auch gerne dieses Obst weiter verarbeiten, irgendwie Zucker einlegen oder was weiß ich damit machen. Und da würde ich dann auf jeden Fall regelmäßig, wenn es sich preislich im Rahmen hält, bestellen. Fände ich richtig geil, vielleicht sollte ich das mal machen. Aber ich glaube, das fänden nicht so viele andere Leute so geil. Die gehen dann immer noch lieber nach Mc's und so weiter. 15. Deine Nerven sind angespannt. Wie wär's mit Schokolade? Aber welche ist dein Liebste? Wenn meine Nerven angespannt sind, dann esse ich, glaube ich, ist das, glaube ich, nicht sinnvoll, Schokolade zu essen, auch wenn dann dieser glücklich machende Stoff drin ist. Sage ich jetzt einfach mal so, meine liebste Schokolade. Also ich esse halt keine Schokolade mehr, wegen dem Fett und dem Nervengift Theobromin. Hat mir auch nie wirklich gut getan. Halt außer für eine halbe Stunde oder so, wegen diesem glücklich machenden Zeug. Aber das bringt es irgendwie nicht. Und wenn ich Schokolade esse, dann mit Karob und ohne das Fett. Schmeckt auch sehr geil. Ist mir aber zum Umständen nicht zu teuer, deswegen esse ich einfach Obst, da habe ich gar keine Lust mehr auf Schokolade, das brauche ich einfach nicht. Aber das beantwortet nicht die Frage. Nur zum Teil. Also früher
Das habe ich da gerne gegessen. Ich habe da diese Aero gerne gegessen, die so Luft eingeschossen hatte. Und sonst weiß ich eigentlich gar nicht. Nichts. Aber doch, da fehlt noch. Twix habe ich gerne gegessen, weil ich Keks gerne mochte. Und Pickup auch wegen Keks. Die Kombination fand ich immer ganz gut. Süßigkeiten lieben doch einfach alle. Ja, stimme ich zu. Welche stehen bei dir ganz oben auf der Beliebtheitsliste? Ist ja ganz klar. Obst. Ja. Ansonsten von mir aus auch gerne irgendwas mit Zucker, wenn das nicht zu viel ist. Egal wie fettig, welche Pommessorte verfällst du auf den ersten Blick? Ja, keine fettigen Pommes. Aber ich esse Pommes. Und zwar mache ich mir einfach, schneide ich einfach Kartoffeln in Wedges-Form und packe die so in den Ofen. Und das schmeckt immer noch sehr geil. Und es ist halt, gesünder geht es halt nicht, deswegen finde ich das besonders geil. Und Wedges mochte ich auch schon immer am liebsten zusammen mit Kroketten. Was ist dein Lieblings- oder welches dein Hassgewürz? Also ich mochte Kümmel noch nie so gerne. Ich muss sagen, dass das wirklich drauf ankommt, wo man das oder die Gewürzmischung anwendet. Was ich wirklich hasse, habe ich eigentlich. Fällt mir nichts ein, aber was ich liebe. Ich liebe ziemlich viel Gewürz. Ich liebe allgemein Gewürze und Kräuter. Senf finde ich halt ziemlich geil. Bohnenkraut mochte ich früher, aber davon muss man halt mega furzen. Kurkuma finde ich richtig cool. Knoblauch finde ich richtig geil. Aber lieber frisch halt. Also, ich mag es halt lieber, wenn die Sachen frisch sind. Deswegen benutze ich auch nicht so viel. Solchen Oregano finde ich auch ziemlich geil. Aber ich kenne mich mit Gewürz nicht so stark aus. Es mag noch welche geben, die ich lieber mag. Aber das war der ganze Tag. Und wen kann ich denn taggen? Ich kenne, glaube ich, keinen, der die Fragen wirklich beantworten kann, so wie ich es jetzt auch nicht konnte. Deswegen lasse ich das einfach mal mit dem Tag, das weiter so gehen. Ja, okay, bis dann. Tschüss.